müssen es jetzt ein paar Mal anders machen. Das sind jetzt meine gefährlichen Tage. Ich will keine Kinder mehr. Von mir meine ich. Von dir nicht und von keinem anderen. Willst du dir wirklich schon ein Gehör aufhalten? Das hab ich nie gemeint. Ich meine, ob du überhaupt dran denkst, dass du mal mit mir ein Kind kriegst. Ich bin zu alt für dich. Aufgehört. Och, ich nehme noch ein Bier. Frau Maria, ich hab gedacht, mit ihm wird's anders als mit den anderen. Friedrich, na? Wow. Willst du nicht reinkommen? Nö, ich, sind Willi und Karl nicht da? Die sind in der Wirtschaft. Ach so. Aber, ich wollte nämlich fragen, ob die nicht mitkommen und noch, Bier trinken. Die sind schon da. Suchst du Pauline? Na, Käthe. Die Zeitungen austragen. Ja, mit dem Regen, das hört überhaupt nicht mehr auf. Und mach nicht zu lange, Bruno. Muss morgen Courage haben. Was ist los? Lässt sich deine Alte nicht mehr so richtig ran oder was siehst du so schlecht aus? Weißt du, woran ich jetzt denken muss? Weißt du, woran ich jetzt denken muss, wie ich dir da in der Menage die Fresse eingehauen hab? Du mir die Fresse poliert? Da muss ich aber lachen, ehrlich. Ich hab dir ein paar reingehauen, so sieht's aus. Hast du wohl vergessen, wa? Ich hab dir die Fresse eingehauen. Lass ihn. Und wenn Otto nicht gewesen wäre, hätte ich dich ganz fertig gemacht. Lass ihn, Bruno. Wie liegt sich denn auf so einer ausgelegenen Matratze, hä? Hört auf, ihr Idioten! Ja.
guck mal. Mein Gehilfe, er muss noch Gläser spülen und ausfegen. Na mein Gott, wir wollen nur Bier trinken, das ist normal, oder nicht? Was habt ihr den Sozis zu verdanken? Die wollen euch aufhetzen und Unruhe stiften. Geht jetzt nach Hause. Alles klar, und wieder Bier draußen. Roll das Fass raus, Wilhelm! Wenn er nicht pariert, mache ich eine Meldung. Dann kommen die Beredenden. Die haben Schiss! Merkt ihr, die haben Schiss! Soll ich mal was fragen? Wo steht denn geschrieben, dass ein Sozialdemokrat nicht eine Wirtschaft betreten kann? Wir hatten euch das Recht gegeben, uns hier rauszuholen. Jetzt spricht die Partei. Oder hat er so viel Angst vor uns, dass er fürchtet, wenn ein Sozialist in der Wirtschaft sein Bier trinkt, dass dann gleich ein Streik ausbricht oder was? Wir wollen keinen Streik, wir wollen verhandeln. Und Bier! Ich werde dem Gemeinderat eine Beschwerde einreichen. Es muss überprüft werden. Wilhelm, ich möchte gerne meinen Wein. Ja. Das sind meine Freunde, sie gehören zu meiner Gemeinde. Ich lade euch alle ein. Ja. Ach, was? Ja. Lasst ihr euch nicht einladen von mir? Klar, los! Komm! Kommst du mit? Ich lass mir von Klerikalen nichts bestimmen. Ne? Jo. Victor. Das ist Flora, mein bestes Pferd. Der macht nur noch ein Jahr. Waren die immer unter Tage? Mhm. Bis sie nichts vertaugen. Die ist blind hier. Die ist doch noch nicht blind. Ist doch noch gut. Soll ich mal sagen, wie alt die ist? Komm her. Komm her. Die ist, 10 Jahre. Hier hast du was zu füttern. Was ist das? Rüben? Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Da kriegen die Blähung. Kannst du reiten? Ja, sicher. Wo hast du das gelernt? Uns auf dem Gutshof. Da war ich im Winter immer Reitknecht. Der hatte ganz viele Pferde. Der hatte Hannoveraner, der hatte Trakehner. Er hatte alles. Ich werde es auch lernen. Wenn ich einrücke, gehe ich zum Husaren. Das hier unten ist die Strecke von der dritten Sohle. Und hier oben, das ist die Strecke von der zweiten. Und hier, dazwischen, das ist das Flöz. Das ist Kohle. Hier von der dritten aus haben sie mit dem Aufhauen angefangen. Hoch zur zweiten. Von der dritten aus sind sie hoch. Und hier war das, wo Bruno und Vater unterm Bruch gekommen sind. Morgen kommen sie hier oben an der zweiten durch. Dann haben sie das Aufhauen in der Morgensonne geschafft. Der Kaplan muss noch das Flöz segnen und dann geht's ran an die Kohle. Kommt! Kommt schnell! Das an.
Nach der Mittagsschicht ist bei uns keiner mehr eingefahren. Wir wollen jetzt eine Antwort auf die Forderungen haben. Das ist Emil. Er war auf der dritten in meiner Kameradschaft. Emil und Walter haben mich damals unterm Bruch rausgeholt. Verheiratet bist du auch schon? Ich hab schon so, der ist schon ein halbes Jahr alt. Was habt ihr vor? Wie lange wollt ihr feiern? Gib mir eine Antwort auf die Forderung. Hebel! Hör mal, wie geht's deinem Vater und was macht der Karl? Die sind unten, die haben morgen ihren großen Tag. Ein Aufbau von der dritten zur zweiten in der Morgensonne. In der Morgensonne? Na, das wird ein hartes Stück Arbeit gewesen. Ja, Friedrich und Bruno sind unter den Berg gekommen. Bruno ist ein Neuer, der ist jetzt für mich im Aufhauen. Männer! Kumpel! Es ist lange her, da haben wir den Grubenherren unsere Forderungen gestellt. Gerechter Lohn, eine ordentliche Schicht, 8 Stunden ohne An- und Abfahrt. Verfluchte Wagen nullen muss aufhören! Wir haben bisher keine Antwort bekommen. Und das Komitee schläft sich aus! Wir werden nicht mehr einfahren, bis wir eine Antwort haben! Du wirst Ärger kriegen mit deinem Vater, Pauline. Morgen um die Zeit sind wir durch. Das ist dein erstes Aufhauen, Bruno. War ein hartes Stück Arbeit. Hast du gleich was Ordentliches gelernt, Junge? Okay, wenn ich dran denke, wie es uns damals erwischt hat. Ich bin jedes Mal froh, wenn wir da oben vorbei sind. Der Berg hat uns nicht haben wollen. Wir haben mal einen Aufhauen gehabt, aber sind noch nicht hier, oder? Oben in der zweiten. 3 Überschiebungen. 3-mal ist uns der Berg in die Kohle gekommen. Ah, hatten wir ja auch bessere Wetter. Ja, ich war froh. Hab gedacht, ich komme nie raus. Jetzt froh sind Sie zur Mittagsschicht nicht mehr eingefallen. Hey. Stück sind beide Schächte stillgelegt. Hey. Haben wir eins erzählt. Was? Sind verrückt geworden? Was sagt das Komitee dazu? Das Komitee hat die Nase voll. Ich will den Schlag schön ausreden. Man kann keine Politik mehr Faust machen, wenn man zu kurzen Arm hat. Es fehlt eine Organisation, wir haben noch niemanden Streiker. Boah, ey, da wird endlich mal was los bei uns. Und wir sitzen hier unten, wa? Dong. Oh, in Gelsenkirchen sollen sie schon Militär geholt haben. Ja, das haben wir nur da vorne. Ich muss zurück. Schafft ihr es? Ja. Wir machen jetzt weiter. Was ist los? Wollt ihr den Bierschicht fahren? Sieht's gut, dass wir Holz drauf kriegen, Otto. Und du zieh die Kohle ab. Wieso? Du weißt ganz genau, was gestreikt wird, Friedrich. Draußen wird gestreikt, nicht hier unten. Streik ist überall. Und dann mach keine mehr. Dann schaffen wir's nicht bis morgen. Das wäre Verrat gegenüber den Kumpels, wenn wir jetzt hier mit der Arbeit einmal laufen würden. Hör mal zu, wozu haben wir uns hier rumgeschoben die ganze Zeit? Wollen wir jetzt aufgeben? Einen Tag vorm Durchschlag. Ihr habt gemeldet, dass wir morgen durch sind, also müssen wir es schaffen. Was ich gesagt habe, das halte ich. Was ein guter Bergmann ist, denkt genauso wie ich. Was heißt denn, dass ich ein guter Bergmann bin, wenn ich jetzt nicht weiter mal hoch? Aber was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Ey! Auf, du! Ich! Gib mir eine klare Antwort! Hey, Otto! Schau nur! Um. Hat doch keine Schwäche hier im Stall! Hey, Otto! Hallo, Mann! Du bist eine Kameradschaft! Halt mich nicht an! Friedrich, ob einer ein guter Bergmann ist oder nicht, hat er damit nichts zu tun, wenn er streiken will. Das ist Politik. Es gibt auch welche, die wollen streiken, aber dürfen es nicht, weil ihre Genossen das verboten haben. Tiefer.
Oh, ja! Ich bin so unangenehm hier. Wer hat ihn geworfen? Seid ihr vom Wagen gefallen? Danke. Danke, es geht schon. Es blutet kaum noch. Gute Gesundheit, Herr Reviersteiger. Klaus? Hey. Ich danke Ihnen. Was treibst du dich herum? Was hast du hier zu suchen? Hilf lieber deiner Mutter, oder hast du zu Hause nichts zu tun? Willi und Herbert sind auch da geblieben. Das ist doch ganz was anderes, du bist ja Mädel. Dem werde ich was erzählen, wenn die nach Hause kommen. Weißt du was, Papa, ich bin kein kleines Kind mehr. Und ich mache und denke, was ich will, was ich für richtig halte und nicht du. Sag mal, seid ihr alle verrückt geworden in der Familie? Jetzt fängst du auch noch an. Es reicht doch gerade, wenn Karl dauernd in die Versammlung rennt. Wir sind mal eine anständige Familie gewesen, Mädel. Ich musste dafür sorgen, dass aus dir ein ordentliches Frauenzimmer wird. Dafür kann ich auch alleine sorgen. Was ist Mädel? Drüben bei Katrin. Dann kommen den Karl und die Jungs. Ich hab's Essen soweit. Die sind noch da drüben beim anderen Haufen. Diskutieren. Ich glaube, die Heilige Mutter will uns strafen. Ich weiß nicht, wofür. Aber sie wird schon wissen, womit wir das verdient haben. Die Heilige Mutter hat damit überhaupt nichts zu tun. Fährst du morgen ein? Na ja, klar fahr ich ein. Was denn sonst? Ich möchte, dass wir wenigstens mit Ihnen reden. Es ist ja mein Recht, dass wir Sie anhören. Dazu bin ich meinen Leuten verpflichtet. Wen meinst du mit deinen Leuten? Die Arbeiter oder unsere Aktionäre? Ach, du bist zynisch. Dafür ist die Situation zu kritisch, finde ich. Entschuldige, ich habe die Frage ernst gemeint. Meine Arbeiter wenden sich immer noch an mich und nicht an einen Aufsichtsrat. Ich bin für Sie Ihr Direktor. Und darum fühle ich mich auch immer noch für Sie persönlich verantwortlich. Herr Landrat von Stalinger. Hat er dich wissen lassen, was er von uns will? Er sagt, ich sei vertraulich und dringend. Grüß Sie Gott, mein Herr Landrat. Was macht Ihre Verwundung? Ich hoffe, die Polizei ist bald in der Lage, Ihnen genug zu verschaffen. Darauf lege ich keinen Wert. Soll ich zum Protokollieren bleiben, Herr Direktor? Oh, das ist nicht nötig. Man sammelt auf der Straße für die streikenden Bergleute. Der Bürger entdeckt sein Herz für die Arbeiterschaft. Es herrscht eine Fraternisation auf den Straßen wie zur Reichsgründung. Das sind Leute, die nichts begriffen haben. Akademiker, kleine Kaufleute. Aber diese Sympathie für die Streikenden ist mir verständlich. Aber sie riskieren doch nichts bei der Sache.
Der eigentliche Kampf findet zwischen uns und den Arbeitern statt. Alles andere ist Schwärmerei. Sie haben einen dringenden Auftrag? Ich habe von seiner Exzellenz, dem Oberpräsidenten, die Abschrift einer Depesche vom Kaiser bekommen. Majestät ersucht uns, die Zechenunternehmer, auf das Energischste, wie er sich ausdrückt, zu bewegen, die Lohnerhöhungen in kürzester Frist eintreten zu lassen, damit der Streik und die drohende nationale Kalamität behoben werden. Andernfalls droht er mit dem Rückzug seiner Truppen. Der Kaiser wird nervös. Wir können uns das nicht leisten. Wenn der Streik andauert, fürchtet Majestät eine gefährliche Ausweitung sozialdemokratischer Ideen. Wir sollen die Arbeiter dafür belohnen, dass sie die Arbeit niedergelegt haben? Also vertragsbrüchig wurden? Wenn wir jetzt nachgeben, werden sich die Sozis bestätigt fühlen und ihre Forderungen erweitern. Es geht doch schon längst nicht mehr nur um höheren Lohn. Gilt diese Meinung Ihres Neffen auch für Sie? Was wir tun, tun wir aus unseren eigenen Überlegungen. Wir lassen uns nicht erpressen. Nicht von den Arbeitern, aber auch nicht vom Kaiser. Das nächste Mal bist du auch dabei. Da kannst du noch zu den anderen lassen, aber pass auf, dass die Klappen zu sind. Soll er noch nicht raus? Nee, hey, muss ich jetzt einen Schlag gewinnen. In ein paar Tagen, da werde ich es versuchen. Ich brauch nichts. Warum willst du nichts? Ich fahr heute nicht ein. Wer soll uns das Holz anfahren? Da wirst du keinen mehr für finden. Einfällst. Hau ab. Hau ab! Hau ab! Lass dich hier in meine Hand. Bleib hier, Willi! Was ist los? Raus! Raus! Und du misch dich hier nicht ein. Hier? Ich komm mit. Das weißt du. Ich fahre nicht deinetwegen ein. Ich bin auch für einen Streik. Aber es ist noch zu früh dafür. Hab ich gesagt, schlaft weiter. Gib ihm das Kissen wieder, Martin. Ich hol der Berggeist, wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist. Und du leg dich hin. Mutter Maria, wie habe ich bloß diese Gehirn verdient? Du kriegst den Arsch voll, Hannes, wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist. Also, was ist, soll ich denn um Brote machen oder nicht? Was macht Otto? Fährt der ein? Ach, Otto, ist mir egal, was Otto macht. Ich find's richtig, wenn wir nicht ein. Also mach ich dir keine Brote. Das bisschen Geld, das ich von der Knappschaft kriege, ist nicht viel. Aber wenn's hart kommt, dann haben wir wenigstens etwas. Ach,
jetzt nur wegen Friedrich. Er will, dass wir heute den Aufbau fertig kriegen. Jetzt haben wir monatelang mal Loch, damit wir es rechtzeitig schaffen. Was ist? Wo wollte hin? Ich will es aufhören zu Ende bringen. Nur meine Arbeit fertig machen, Otto. Friedrich, kein Zweck. Da ist kein Mensch unten. Wir haben kein Holz für den Ausbau. Und die Schlepper vom zweiten Abschnitt sind auch nicht eingefahren. Ist der Anschläger auf dem Pit. Und der Maschinist. Wenn ihr mitmacht, schaffen wir es auch alleine. Da kommen sie. Will jemand von euch einfahren? Jemand daran gehindert? Mach ordentlich Kohle, Mann! Anfang Überschichten, du musst die Unternehmer retten! Aber saubere Kohle! Ach, Platz! Lass den Mann durch! Ihr werdet doch angekommen! Hey, steckt ihr los, Freunde! Jetzt geht mal in Ruhe! Wenn ihr nicht einfahrt, dann geht nach Hause! Rechts schwenkt! Marsch! Das ist ein Trakehner. Bei der Kavallerie reiten die nur Offiziere. Das ist Leckenburger. Der Fuchs hier vorne ist auch noch raus. Willi, fahr ein und füttere die Pferde. Einer muss sich um die Tiere kümmern. Pferde füttern. Thank you.
Der Kaiser will uns empfangen. Da drin wählen wir die Deputierten. Und hier sammeln wir für die Fahrt. Also Leute, gebt, was ihr könnt. Seid nicht so geizig, ist doch für einen guten Zweck. Viermal dritter Klasse nach Berlin und zurück. Und wir hoffen, dass die zurückkommen und nicht in diesem Sündenbabel versacken werden. Kommen Sie her, Hochwürden, Sie müssen was sagen. Auf ihr! Wenn ihr hier helft, dann seid ihr nicht barmherzig, sondern dann tut ihr nur das, was eure Pflicht ist, wenn ihr euch Christen nennt. In den Schulfibeln eurer Kinder gibt es die schönen alten Legenden, in denen der Herr wieder auf Erden wandelt und gute Taten vollbringt. Ich glaube, wenn Christus heute unter uns wäre, dann sollte man ihn nicht in den Kirchen suchen und nicht an den Tafeln der Besitzenden. Dann würde man ihn vor den Toren der Zechen finden, in den Reihen der Bergarbeiter, die für ihre soziale Gerechtigkeit kämpfen. Und so, wie ihn die Herrschenden damals ans Kreuz geliefert haben, so würden sie ihn auch heute nicht als ihren Heiland erkennen, sondern ihn stattdessen als Aufrührer von Gendarmen niederreiten lassen. Das war sehr gut, Hochwürden, was Sie da eben gesagt haben. Wir stehen hinter euch. Der Kaplan hat recht. Wollen wir nach hinten gucken? Ja, komm. Schau mal. Danke. Ein schönes Weib. So schön wie Papierblumen auf der Kirmes. Komm. Jetzt noch einmal die Namen der Delegierten auf, die wir als Wahlmänner für das zentrale Streikkomitee nach Dortmund schicken. Und von diesen sollt ihr dann unsere Deputierten wählen, die für uns zum Kaiser fahren. Ich bitte also die Kameraden, hier nach oben zu kommen. Kamerad Bunte für die Zeche Wilhelmine Victoria. Sokolov für die Zeche Holland. Kamerad von der Grün für die Zeche Bismarck. Kamerad Bötzges für die Zeche Siegfried. Bonifatius. Kamerad Brücke für die Königsgrube. Kamerad Brüggemeier für die Zeche Karl August. Wir werden für euch kämpfen und Ihnen zeigen, dass wir nicht nachgeben. Es gab eine Zeit, da war der Gegenstreik. Wir brauchen eine starke Streikführung jetzt. Ihr stülpt uns doch nur einen Hut über, das ist doch alles. Wir wählen jetzt ein Streikkomitee, das unsere Interessen direkt und gezielt vertritt. Ich finde, die Kumpels sollten auf jeder Zeche Leute wählen, zu denen sie Vertrauen haben. Die das Wichtigste mit den Zechenverwaltungen absprechen. Wenn wir uns alle unter dem Hut vom Komitee verstecken und der Hut kriegt dann drauf, sind wir alle dran. Stimmt doch, oder? Stimmt doch.
Hier, für die Fahrkarten nach Berlin. Der Rest ist für die Streikkasse. Ja, bravo! Dein Bruder hat das Ding gehalten wie eine Monstranz. Was hast du damit gemeint, dass wir dann alle dran sind? Sind wir doch sowieso. Wenn die Kuh nur einkoppert. Ja, so ist es meistens. Wenn man den abschlägt, ist sie tot. Aber wenn sie 100 oder 1000 hat, sind 99 oder 999 übrig. Macht Platz! Wir sehen doch, dass die Körbe schwer sind! Wir haben auch Hunger. Es gibt nichts, geht nach Hause! Hier wird nichts mehr angeschrieben, bis eure Männer wieder einfahren! Beschwert euch bei euren Männern! Wenn einer von euch bezahlen kann, kann sie reinkommen. Du willst bezahlen? Ich krieg am Ultimo meine Rente von der Knappschaft für mich und meine Kinder. Hier wird nicht mehr angeschrieben, habe ich gesagt. Ich habe den Schein dabei, dass mir's zusteht. Das interessiert mich nicht. Geht nach Hause! Macht Platz! Der Hof wird gefegt! Ein Augenblick mal! Wer sagt dir, dass die nicht bezahlen? Wir wollen einkaufen! Einkaufen, habe ich gesagt! Hier gibt's nichts auf Pump. Auf Pump? Aber hältst du mich für so ein armes Schwein, dass ich mein Fressen nicht bezahlen kann? Hier, hör mal, du Armleuchter, hört sich gut an, wa? Weißt du, was werden sollte? Ein schönes Stück Land, gute pommersche Erde. 5 Jahre habe ich drauf gespart. Aber wir lassen uns von euch versatten Schweinen nicht nachsagen, dass wir unser Fressen nicht bezahlen können. Ja, los, kommt her, kommt da her! Wir kaufen jetzt ein. Was braucht ihr? Steck das Geld ein, du bist ja besoffen. Los, hilf beim Aufwasser, blas die Kühlen auf. Weiß doch gar nicht mehr, was du tust. Nehm nicht von ihm, der ist voll wie eine Kanne Schnaps. Kannst uns ja was leihen, Bergmann, wenn du was hast. Wir geben dir es zurück, wenn unsere Männer... Ich hab gesagt, ich kaufe euch ein! Wir werden diesen vollgefressenen Verrätern zeigen, dass sie zusammenhalten! Dass sie uns nicht klein kriegen! Los! Für jede 5 Pfund Mehl und 2 Pfund Boden! Von den Guten, du Drecksack! Na los, steh da nicht rum, hilf mit! Und 1 Pfund Rosinen für die Kleinen und eine Flasche Schnaps für die Männer. Ja, morgen tut dir das leid. Woher weißt du denn, mir morgen leid tut? Ich lass mir von niemandem Vorschriften machen, verstehst du? Ich hab was getrunken, aber ich weiß genau, was ich tue. Ach, gib dir keine Mühe, ja. Du verstehst mich ja doch nicht. Du hast nie verstanden, dass ich es mir vom Munde abgespart habe für ein Stück eigenes Land. Und jetzt verstehst du auch nicht, dass ich es hergebe. Nur los da, wie weit seid ihr? Macht Kohle, ihr faulen Hunde! Kaiser fragen, dass er uns hilft. Hilft er uns auch? Das glaube ich nicht. Aber er wird es uns versprechen. Der lügt doch, der Kaiser. Ja, klar, sonst wärst du nicht Kaiser geworden, du Blödmann. Musst du jetzt einfahren? Ja, ich muss die Strecke kontrollieren. Unsere Steige reichen nicht aus. Nimm mich mit. Wohin? In die Grube. Ich möchte mit dir einfahren. Ich möchte da mal runter. Nein, nein, das geht nicht. Ja,
Empfehle mich deinem Herrn Papa. Das. Ja. Die beim Kaiser auch an die Tafel kommen? Mit Champagner und Schildkrötensuppe oder sonst was. Jeder kriegt eine Gräfin als Tischdamm. Da möchte ich mal den Kaiser wieder reinhauen, dass die Damen in Ohnmacht fallen. Hey, komm auf, komm auf. Die fallen schon in Ohnmacht, wenn die nur den Kohlehus unter Fingernägeln sehen. Hast du mir einen Trippler weggeschlacht? Ich weiß nicht, ob der das war. Das weißt du nicht. Sieh doch mal die Feder an. Ich hab die drei genommen, wo ein bisschen was dran war. Den anderen war ja nichts dran. Sieh mich an, Kind! Ruhe, Kind, du kannst mir diese Kontra nicht spüren! Was ist denn jetzt schon wieder los? Hier. Wer von euch ist Otto Schablowski? Ich. Du bist verhaftet. Warum? Du bist angezeigt, den Kaiser beleidigt und für die Sozialdemokraten geworben zu haben. Was? Was ist das denn? Mach keine Scherereien. Wer hat mich angezeigt? Das spielt keine Rolle. Komm jetzt! Der Mann hat nichts verbrochen. Er ist mein Gast. Lass gut sein, Friede. Hat keinen Sinn. Mal auf. Hört mal zu, das habe ich mir ausgedacht. Weil wir uns einig waren, da sind wir nicht mehr eingefahren. Und der Kaiser hat einen Schreck bekommen und hat seinen Säbel genommen. Und voller Wut haut er dem Unternehmer auf den Hut. Da wurde der Unternehmer immer kleiner, immer kleiner. Da wurde der Unternehmer immer kleiner, immer kleiner. Nach unseren Leuten will der Kaiser auch den Bergbauverein empfangen. Sie wollen dann in Berlin verhandeln. Das Komitee will noch das Ergebnis abwarten und dann wollen sie den Streik abbrechen. Abbrechen? Die Streikkasse ist leer, die Leute hungern. Sie hoffen auch auf Karl und die anderen beim Kaiser. Sie haben die Grubenbeamten bewaffnet. Die Steiger rennen auf dem Pütt mit Gewehren rum. Was machst du eigentlich hier? Ich habe den Kaiser beleidigt. Und für die Sozialdemokraten geworben. Ja, ich auch. Sie können uns nichts beweisen. Wir sind bald wieder draußen. Hoffe ich. Die wollen uns nur schikanieren. Versuchen uns einzuschüchtern. Gibt's hier wenigstens was zu fressen? Dann bleib ich gerne noch ein Weilchen da.
Wir bleiben hier stehen. Bis ihr uns was gebt. Oder bis wir umfallen. Wollt ihr lieber das Fressen im Schuppen verfaulen lassen? So was ist Sünde, wenn ihr das Essen verkommen lasst. Keine Sorge, hier verkommt nichts. Geht jetzt nach Hause. Seht euch doch bloß mal unsere Kinder an. Die sind am Verhungern. Hast du keine Kinder zu Hause, dass du dir sowas mit angucken kannst? Jeder Bissen, den ihr fresst, soll euch im Halse stecken bleiben. Die Heilige Mutter soll euch und eurer ganzen Brut die Pest in eure vollgefressenen Bäuche schicken, dass ihr lebendig verfault. Immer, Kamerad. Wo kommst du her? Ich gebe ihm keine Antwort. Kommst du aus Westfalen? Ich komme aus Mecklenburg. Und lebt deine Familie auch hier? Nein. Ja, meinst du, die haben bei euch zu Hause genug zu essen? Das will ich wohl hoffen. Sehr still. Lass ihn in Ruhe. Wie lange bist du schon Gendarm? Das geht dich nichts an. Also ich komme aus Pommern. Bei uns zu Hause hat es mir nie gereicht. Deswegen bin ich seit 2 Jahren hier auf dem Püt. Ist dein Vater auch Bauer? Das geht dich nichts an. Weißt du eigentlich, warum wir streiken hier? Halt dein Maul! Weißt du, dass dein Kaiser Verständnis für uns hat? Dass der Kaiser uns anhört? Sei jetzt still und geh nach Hause. Ach. Es gibt nichts. Es wird nichts. Die sind stur. Wo willst du hin? Wenn man nur von Wassersuppe lebt, Herr Wachtmeister, dann muss man dauernd pissen. Der Kaiser hat nämlich Verständnis für uns. Ihr denkt, ihr dient dem Kaiser. Ihr dient nicht dem Kaiser, ihr dient den Zechenbesitzern. Aber hat der Kaiser den Zechenbesitzern ausdrücklich gesagt, die sollen uns mehr Lohn zahlen? Er hat mich nicht gehört. Ich konnte nicht sehen, was er macht. Ich dachte, er hat was vor. Ich hab nichts gemacht. Ich hab doch nichts getan. Mutter Maria, ich will nicht. Ich will nicht. Zur Hilfe, ihr Heiligen Gottes. Kommt entgegen, ihr Engel des Herrn. Nehmet seine Seele auf. Bringet sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Christus, der dich berufen hat, nehme dich auf. Und seine Engel mögen dich in den Schoß Abrahams tragen. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihm. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Amen. Geht jetzt schlafen.